Hallo und herzlich willkommen bei Kasia trifft. Ich bin Kasia Mohl-Wolf, Founder und Editorial Director bei Emotion. Hier im Podcast treffe ich jede Woche spannende Personen, deren Lebenswege und Ideen uns inspirieren. Schon über 100 Frauen und auch Männer haben mir ihre Geschichte erzählt. Denn mit Emotion möchten wir euch alle auf euren Wegen der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung begleiten und inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter Kasia_inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Unser Partner in dieser Folge ist Tamaris. Die Schuhmarke feiert genau wie Emotion die Individualität jeder Frau. Unter dem Motto Frauen für Frauen steht für Tamaris die Gemeinschaft von Frauen im Fokus. Für mehr Verbundenheit und Zusammenhalt, für gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung über Generationen und alle Unterschiede hinweg. Und mit ihrem YouTube-Kanal bietet die Marke Frauen und ihren Geschichten eine Bühne, um uns zu inspirieren und zu unterstützen. Zum Beispiel mit Frauen, die stereotype Männerberufe ergriffen haben und damit tolle Role Models für uns alle sein können. Schaut mal vorbei auf dem Tamaris YouTube-Kanal und auf tamaris.com. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia trifft. Heute begrüße ich die Juristin Valentina Dalba bei mir im Podcast. Sie ist Chief Officer Legal und Corporate Affairs sowie Mitglied des Vorstandes bei der Telefonica Deutschland Holding AG, wo sie unter anderem für die Bereiche Recht und Datenschutz sowie die Beziehungen zu Behörden und Regierungsstellen verantwortet. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Valentina. Herzlich willkommen zu Kasia trifft. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Du bist ja nach der ersten Frau im All benannt worden, Valentina. Oh, das hat sich schon zu dir rumgesprochen. Die erste für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die erste Frau im All war die Kosmonautin Valentina Tereshkova, eine Russin, die erste war, die alleine auch im Weltraum war, 1963. Wenn man dann Lebenslauf auch liest, da merkt man so als Frau, es ist wirklich alles möglich. Also auch egal, ob in der Technik, Digitalbranche, als Frau kommt man überall hin. Wolltest du schon immer in solche Branchen, auch als Kind schon und so ganz weit nach oben? Oder was waren so deine Berufswünsche, als du Kind warst? Ja, also es war nicht so, dass mein Kindheitswunsch oder der Plan gewesen wäre, ich möchte irgendwann mal Vorstand sein. Das war es nicht. Aber ich glaube, der Name hat mich schon geprägt. Wenngleich meine Eltern ja zugeben, dass sie sozusagen bei der Wahl selbst sozusagen den Purpose ja gar nicht so im Hinterkopf hatten, sondern es war einfach so, dass die Dame zu dem Zeitpunkt meiner Geburt medial sehr präsent war und dann haben sie den Namen gehört und fanden den Namen schön und haben den gewählt. Aber es war dann schon so, dass meine Mutter mir das mit auf meinen Weg gegeben hat, schon wirklich als junges Mädchen, als junge Frau dann später, dass sie sagte, sieh zu, dass du ein gutes Abi machst, dass du eine gute Ausbildung hast, sei eine unabhängige Frau und treffe deine eigenen Entscheidungen und ja, lass dich von deinen Werten leiten. Das war das, was meine Mutter mir mitgab und ich sah das auch bei ihr. Ich meine, ich bin ja in den 70er, 80er aufgewachsen. Meine Mutter war Vollzeit berufstätig, meine Eltern haben beide gearbeitet und das war zu der Zeit ja ein ungewöhnliches Setup und entsprechend hat sie mir das vorgelebt und das ist schon so ein Stück weit sozusagen zu meinem Mantra geworden und ja, ganz stringent war es nicht. Ich wollte eigentlich Journalistin werden, das war mein Berufswunsch, hatte dann quasi nach dem Abitur angefangen mit Germanistik und das ja war einfach nicht mein Ding und dann gab es eben auch jemanden, der mich inspirierte. Das war ich machte ein Praktikum oder war freie Mitarbeiterin bei einer Zeitung und der Chefredakteur sagte damals, mach du Jura, das ist auch sprachlich orientiert, das gibt eine super Grundlage für alles und das begann ich und habe eigentlich im ersten Semester dann gemerkt, ja, das ist ein Volltreffer, das möchte ich zu Ende studieren und ich würde sagen, nach dem zweiten Semester wusste ich dann auch, ich möchte auch hinterher als Juristin arbeiten und der Wunsch, Journalistin zu werden, wurde so ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
Das ist etwas, was uns auf der einen Seite verbindet, auf der anderen Seite dann auch wieder trennt, weil ich habe ja auch Jura studiert, also und auch promoviert, aber ich habe sehr schnell, weil mein Vater damals gesagt hat, Jura ist die beste Grundlage für alles, du kannst auf keinen Fall BWL studieren, das machen ja so viele, ja, sondern irgendwie Jura, und ich wollte eher so Kunstgeschichte, und bei Jura habe ich dann sehr schnell gemerkt, das ist so gar nicht, also bei der ersten Hausarbeit schon, ja, dachte ich mir, ah, so richtig easy, ich will's hier nicht, ja, und dann dachte ich aber irgendwie, du musst es ja schon zu Ende bringen, und habe aber sehr schnell gemerkt, es ist nicht das, was ich später mal arbeiten will, und du hast es genau dann anders gemerkt, ja, das ist doch, dass du dabei bleiben willst. Hast du denn auf deinem Weg Vorbilder gehabt, die du wahrscheinlich neben deiner Mutter, nehme ich mal an, oder die, ich habe auch eine berufstätige Mutter, das prägt einen schon sehr, wenn die Mutter Vollzeit berufstätig ist, aber sonst? Total, ja, also ich, wie gesagt, in früherer Kindheit war es sicherlich eine starke Prägung durch meine Mutter, und später, als dann der Berufswunsch sozusagen der Juristin auch klar war, habe ich natürlich auf die damaligen Justizministerinnen geschaut. Das war ja dann so, ne, 80er, 90er war ja geprägt, Justizministerin war immer weiblich, ne, war, Frau Leutheusser Schnarrenberger. Brigitte Zypries natürlich sehr, sehr stark, auf die ich dann später dann im Berufsleben auch wieder stieß in ihrer Funktion als Wirtschaftsministerin, und habe ich ihr irgendwann auch mal gesagt, wissen Sie eigentlich, wie stark mich Sie beeinflusst haben? Wusste sie natürlich nicht, aber ja, war eine schöne Geschichte, und das war jetzt für mich nicht so, dass ich da aufschaute und dachte, eines Tages möchte ich Justizministerin sein, aber es war so, dass ich dachte, es ist alles möglich, es bestätigte die These meiner Mutter, ne? Dass man sagt, was immer du tust, ist es deine Entscheidung, wie du dein Leben gestaltest, ist es alles möglich. Damit unterstreichst du nochmal, wie wichtig es ist, dass wir viel mehr Frauen als Role Models sehen in Medien und überall, die zeigen, ich kann alles werden als Frau, oder? Also muss ich auch gleich an Kosmonautin wieder zurückgehen, weil es ja auch zu die ersten Astronautinnen ja jetzt auch gibt, die ins All wollen, und wie wichtig es ist, dass auch junge Mädchen sehen, es geht so. Und das ist ja, da sind wir noch nicht. Absolut, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, ne? diese Role Models zu haben und auch ja, Inspiration, was für Dinge möglich sind. Mhm. Und deshalb lasse ich auch keine Gelegenheit aus, sozusagen darüber zu sprechen und auch Kolleginnen anzusprechen, sich dessen anzunehmen. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, genau auch diese Möglichkeiten und möglichen Berufsfelder sichtbar zu machen. Also, gerade jetzt auch in Digitalberufen. Mhm. Welche Fähigkeiten verdankst du es denn selbst, dass du es bis zum Vorstand einer der größten Telekommunikationsunternehmens Deutschland geschafft hast? Was denkst du, welche Fähigkeiten waren so die entscheidendsten? Ja, ich glaube, spielen natürlich immer eine Vielzahl von Dingen eine Rolle, die zusammenkommen. Also wenn ich jetzt auf eigene Fähigkeiten schaue, eine fachliche Qualifikation, die muss natürlich vorhanden sein. Also das ist sozusagen, wie sagt man, ja, die Basis, Hygienefaktor. Dann ist es sicherlich Offenheit auch für andere Themen. Also wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, ich habe, obwohl ich ja jetzt seit über 20 Jahren in dieser Firma bin, nie für einen langen Zeitraum denselben Job gehabt. Also es hat sich einfach in den Jahren, ja, der Markt hat sich gewechselt, die Firma hat sich verändert, aber ich selbst habe mich auch auf unterschiedlichen Positionen dann verändert. Dass man nach rechts und links schaut, darauf schaut, was für Möglichkeiten sich ergeben, die auch mal zu ergreifen, also über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Das heißt, ja, zweiter Punkt, Offenheit, Neugier für neue Themen. Dann natürlich ein gewisses Maß an Disziplin, ne? dass man an den Dingen auch dran bleibt, aber auch ausspricht, wo man sich hin entwickeln möchte. Daran scheitern ja so viele Themen, dass es für mich
mal wieder in Gesprächen mit jungen Frauen, dass man sagt, es muss doch eigentlich ausreichend sein, dass ich einen guten Job mache. Das wird schon irgendjemand dann sehen und dann werde ich womöglich befördert. Ich glaube, das funktioniert in der Regel nicht. Man muss schon aussprechen, was man für Ambitionen hat. Ja? Also sich dann auch klar werden darüber, was sind meine nächsten Ziele und die auch auszusprechen. Und dann klar gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Und all das zusammen hat mich dann dahin geführt, wo ich heute bin. Erinnerst du dich denn an eine Situation, die in diesem Zusammenhang so bezeichnend war, irgendwie, als du mal eine Chance ergriffen hast oder in einem Gespräch gewusst hast, da will ich jetzt hin, den Job will ich jetzt und ich traue mich jetzt, Ja zu sagen oder mich sichtbar zu machen? Also ich erinnere mich eigentlich eher an das Gegenteil, um es ganz offen zu sagen. Ja. Es gab einmal eine Situation in meiner Laufbahn, wo ich bewusst nicht zugegriffen habe. Das war Anfang der 2000er. Da war mein Sohn, damals noch im Grundschulalter, war so auf dem Übertritt sozusagen zur weiterführenden Schule und ich fühlte oder hatte das Gefühl, er braucht einfach noch ein bisschen mehr Betreuung. Ich habe nach der Geburt meines Sohnes eine ganze Reihe von Jahren in Teilzeit gearbeitet. Übrigens auch eine spannende Geschichte, weil ich habe ganz viele Karriere, nicht ganz viele, aber einige Karriereschritte tatsächlich in Teilzeit gemacht, was auch nicht gewöhnlich ist. Mhm. So, und damals wurde dann quasi die nächste Hierarchiestufe, da wurde die Position vakant. Mein Chef sagte damals zu mir, bewirb dich doch drauf, du bist jetzt die natürliche Nachfolgerin. Und ich nahm das so mit und entschied mich, es nicht zu tun. Wie gesagt, weil ich das Gefühl hatte, das Umfeld passt einfach nicht optimal. Und dann stellte ich aber gar nicht lange danach fest, ich hätte das eigentlich gut und gerne machen können. Und dann kam dann jemand anders, der die Rolle innehatte. Tatsächlich habe ich aber ganz viele Aufgaben dann auch übernommen. Und das hat vielleicht so ein Jahr gedauert, bis ich dann feststellte, dass das hätte ich super schaffen können. Und ich glaube, das war wirklich so, ich bereue das nicht jetzt heute im Nachgang. Wenn du mich jetzt fragen würdest, bereust du das? Nein, ich meine, man muss immer die Entscheidungen treffen, wie sie in der Situation richtig sind. Damals war es richtig für mich, das nicht zu tun. Aber auf der anderen Seite sage ich auch heute, da hat mir ein bisschen der Mut gefehlt. Ne? Ich glaube, manchmal muss man einfach auch mal springen und es drauf ankommen lassen und zulassen, dass man scheitert. Ja? Also es gab ja jemand, der mich ermunterte und ermutigte, mich zu bewerben. Also es gab jemanden, der es mir zutraute. Da muss man vielleicht ab und zu einfach mal über seinen eigenen Schatten springen, sagen, ich wage das mal und wenn es nicht klappt, geht die Welt nicht unter. Dann kann man es auch verändern. Also einfach mal Dinge zu tun und zulassen, dass man auch scheitern kann. Dieses Scheitern ist aber etwas, wo ich das Gefühl, bei dem habe ich das Gefühl, dass wir Frauen immer so besonders Angst davor haben. Ich habe das Gefühl, Männer nehmen das mehr in Kauf oder das sowieso nie drin, ja, weil man wird sowieso immer erfolgreich eher so, ja, also wenn man so in Klischees jetzt spricht und wir Frauen machen uns da mehr Gedanken dazu. Erlebst du das auch so in eurem Unternehmen, also mit Frauen, also diese Angst vorm, also immer ein bisschen zu wenig Mut und immer dieses Gefühl, ich muss alles 150% können von der neuen Position, bevor ich meine Hand hebe? Ich glaube, dass der letzte Faktor ist der ausschlaggebende. Und das beobachte ich auch. Ich will auch gar nicht in Klischees abdriften, aber das ist in der Tat so, dass ich das häufig bei Frauen beobachte, der Anspruch an sich selbst, 150% leisten zu müssen. Und ich meine, nichts anderes war das damals bei diesem Jobangebot für mich ja auch, muss ich ehrlich gestehen, dass ich eben dachte, ich kann nicht 150% auf den Job jetzt ausrichten. Ich hatte es, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber das ist so ein tolles Beispiel, deshalb erzähle ich es nochmal. Ich sprach mit einer jüngeren Kollegin hier im Haus und
sie war schwanger, ging in Elternzeit oder erstmal in Mutterschutz und gleichzeitig hatten wir so eine Reorganisation. Und dann sagte sie zu mir, ach, ich bewerbe mich jetzt gar nicht erst auf eine neue Position. Ich gehe jetzt erstmal in Elternzeit und das wäre ja doof, wenn ich jetzt sozusagen die Abteilungsleiterin-Position bekomme und bin dann erstmal ein Jahr weg. Und das ist so eine typische Denke, wo ich immer sage, das ist typisch weiblich, ja, zu denken, ach ja, das ist fürs Unternehmen nicht optimal, weil ich bin ja weg. Ganz ehrlich, vielleicht ist es fürs Unternehmen gut und vielleicht sieht deine Führungskraft es ja so, dass man dankbar dafür ist, dass diese Person in einem Jahr zurückkommt oder dass ich die in Teilzeit zurückgewinne. Ich muss das doch denjenigen überlassen, die Entscheidung treffen und nicht antizipieren, dass es vielleicht nicht optimal ist. Ja, da können ja andere drüber befinden. Aber dieser Gedanke, nein, ich kann nicht 150% geben oder das und jenes ist fürs Unternehmen nicht gut. Also das beobachte ich oft. Mhm. Und ich glaube, da können viele von uns noch ein bisschen was lernen. Du hast ja auf deinem Karriereweg sicherlich trotzdem auch mal Gegenwind erfahren noch, auch wenn ihr, dazu kommen wir gleich, als Unternehmen ja sehr weit vorne seid, was das Thema Gleichberechtigung anbelangt. Deswegen fand ich es auch so spannend, mit euch und mit dir vor allem zu sprechen, hier bei Kasia trifft. Aber ich nehme an, dass du trotzdem in den 20 Jahren schon die eine Situation oder andere hattest, wo du auch noch gemerkt hast, als Frau muss ich schon den einen oder anderen Weg als erstes gehen oder mich mal trauen und wie bist du denn da so umgegangen damit? Ja, also ich weiß gar nicht, ob die Herausforderungen so viel anders sind als jetzt bei Männern. Ne? Ich würde jetzt sagen, wenn ich auf meinen Karriereweg schaue und ins Unternehmen schaue, hatte ich jetzt keine Herausforderungen speziell aus dem Grund, weil ich eine Frau bin, ne? Sondern das sind alles Dinge, wenn ich zurückschaue, die man mit sich selbst ausmachen muss, ne? Ob das sozusagen mit der Work-Life-Balance zu tun hat, und dieses sich, wenn man sich entscheidet, Beruf und Familie zu vereinbaren und diesen Weg zu gehen. Ich habe mir immer gesagt, ich will beides. Ich will eine Karriere machen und will trotzdem ein Kind haben. Und das werde ich schon schaffen. Ist es natürlich so, das ist ja kein Zuckerschlecken. Das ist, da kommt man ja immer wieder in Situationen, insbesondere wenn man jetzt, wie in unserem Fall, keine Familie vor Ort hat, weil Eltern, Schwiegereltern weit weg leben. Da kommt man natürlich immer wieder in Situationen, die herausfordernd sind. Aber sich da durchzubeißen und sagen, kriegen wir schon alles hin, das ist sicherlich ein Punkt. Musstest du, also ich denke trotzdem, dass du als Vorständin dann auch nochmal andere, also so Klischees nochmal mit Klischees auch zu kämpfen hattest, auch in der Wirtschaft, oder? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es schon die eine oder andere Situation auch außerhalb des Unternehmens gab, wo es gewisse Vorurteile gegenüber einer Vorständin gab? Oder musst du sagen, kannst also du sagen, es... Auf Vorurteile bin ich Gott sei Dank nicht gestoßen. Also hier im Unternehmensumfeld ohnehin nicht. Ich glaube, wir sind ein tolles, diverses Führungsteam, wo das überhaupt kein Thema ist. Wo es mir auffällt, ist natürlich gerade in dieser Telekommunikationsbranche, die ist natürlich schon sehr stark männerlastig, ne? Dass man gerade wenn man bei Veranstaltungen außerhalb des Unternehmens ist, habe ich schon eine Zeit lang häufig die Situation erlebt, dass ich die einzige Frau bin, ne? Oder zumindest die einzige Panelistin bin auf irgendeinem Panel. Aber ja, ich nehme das zur Kenntnis. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es da irgendwo zu irgendwelchen Diskriminierungen oder was auch immer gekommen ist. Mhm. Gott sei Dank nicht. Wie kriegen wir denn mehr Frauen in die Digitalbranche? Ich bin da eigentlich ganz schnell wieder beim Thema Role Model, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich meine, wenn man
weiß nicht, wie es dir erging, als du, gut, du hast vorhin gesagt, du hast im Studium schnell festgestellt, der Beruf ist jetzt gar nicht unbedingt was für mich. Also ich finde auch zum Beispiel, wenn man Jura studiert, hat man zu Beginn des Studiums kein klares Bild von den Berufsfeldern, die man ergreifen kann. Ich meine, da weiß man, okay, es gibt Anwälte, es gibt Richter, es gibt Staatsanwälte, dann kann man auch in die Wirtschaft gehen. Ich hatte für mich die Wirtschaft jetzt erstmal gar nicht so Top 1 in Betracht gezogen, weil mir auch nicht unbedingt klar war, was man als Unternehmensjurist tut. Ja? Also die Vielfalt der Möglichkeiten war mir nicht klar. Und ich glaube, das kann ich eins zu eins auf das Thema Digitalisierung übertragen. Das ist ja vollkommen unklar, was es für Berufsfelder gibt. Und klar, da hat man einerseits sozusagen die ganzen Berufsfelder, die jetzt, wenn jemand im MINT-Bereich schon interessiert ist, dann liegt es vielleicht nahe zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt mal so ein Berufsfeld wie Data Scientist an oder denke darüber nach, Informatik oder was auch immer zu studieren. Aber das ist ja nicht alles. Ja. Die Digitalisierung bietet ja eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten, dann auch in nachgelagerten Branchen, ja, dass man sagt, ich als Beispiele sowas wie Verkehrsplaner, ja, dass man sagt, ich nutze Datenanalysen, um Verkehre zu planen oder Städteplanung, ja, und es gibt unglaublich viele, viele Möglichkeiten und ich glaube, das sollte man transparent machen, was für eine Vielzahl von Möglichkeiten es gibt. Und dann bin ich eben ganz schnell wieder bei Role Models oder Inspiration, welche Vielfalt es gibt. Eine Studie der Boston Consulting Group platzierte Telefonica Deutschland ja auch 2019 auf Rang 2 der 100 größten deutschen Unternehmen in Sachen Gleichberechtigung aufgrund der hohen Vielfalt in Vorständen und Aufsichtsräten. 2017 erhielt Telefonica dazu eine Auszeichnung für die Gleichberechtigung von Frauen im Top-Management, die du damals ja als Beauftragte entgegennahmst. Was macht ihr denn besser als andere Unternehmen auf dem Bereich, in dem Bereich Diversity? Naja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das Thema ernst nehmen, dass wir fest davon überzeugt sind, dass Unternehmen, die divers sind, erfolgreicher sind. Und das belegen ja auch eine Vielzahl von Studien. Ne? Selbst zuletzt, oder so, weiß ich nicht, ob es die letzte war, aber McKinsey hat in 2020 auch nochmal eine Studie rausgebracht, die besagt, dass Unternehmen mit hoher Geschlechtervielfalt eine um 25% höhere Wahrscheinlichkeit haben, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Trotzdem setzen das so wenig Unternehmen um, was so. Das macht mich immer so verrückt. Nee, aber ich sage so, die einen verstehen es und was habt ihr verstanden und worum geht es bei euch und warum sind so viele andere Unternehmen, machen das ja nur oberflächlich, gibt es ja auch viel, also dieses Image polieren dann, ja, eine Frau irgendwo haben und dann viel drüber reden, aber eigentlich, wenn du so tief reinguckst, noch weit, weit hinten zu sein. Ja, ich glaube, vielleicht, also aber das ist jetzt wirklich auch nur eine Annahme. Ich meine, wir haben eigentlich mit unserem Börsengang schon das oberste Gremium, sozusagen den Aufsichtsrat, mit einer sehr hohen Frauenquote besetzt gehabt. Also unter anderem waren bis vor kurzem ja auch unsere Aufsichtsratsvorsitzenden weiblich. Das heißt, wir sind schon mal gestartet mit einer super Quote im Aufsichtsrat. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass von Anfang an der Vorstand entsprechend besetzt wurde. Und ich glaube, wenn du in diesen Top-Gremien schon mal eine hohe Diversität hast, dann ist es auch vielleicht ein natürlicheres Ziel, Ebenen darunter auf denselben Level zu bringen. Und wir haben seit Jahren auch für die Gremien darunter, also für Vorstand und dann das Top die Top-Leitungsebene freiwillige Quoten, die wir eben auch stringent versuchen umzusetzen. Was manchmal im Übrigen ja auch gar nicht so einfach ist, da die richtigen Frauen dann auch zu finden.
was wiederum damit zusammenhängt, dass Frauen sich oft dann nicht bewerben oder dass es auch anstrengender ist, glaube ich, für Unternehmen dann nochmal im Markt zu gucken, wo sind die Frauen, oder? Also ich denke, dass da auch die Headhunter auch eine ganz große Rolle spielen oder zu sagen, ich mache jetzt eine, es gibt ja einige Headhunter, die ja auch so eine Selbstverpflichtung haben, sich vorgenommen haben, ich schlage nie jemanden vor, ohne dass es auch paritätisch, also paritätisch gibt es, glaube ich, noch selten, aber zumindest eine bestimmte Quote. Ja, genau. Ja, gut, wir sind natürlich jetzt auch ein sehr technisch geprägtes Unternehmen, ne? Da dauert es vielleicht dann auch einfach noch ein paar Jahre, ne? Bis da dann auch die Quote an Absolventinnen in den Studiengängen entsprechend da ist. Aber gut, wenn man jemanden finden möchte, dann kann man auch jemanden finden. Und das Wichtige ist ja auch, dann im Unternehmen dafür zu sorgen, dass man sozusagen eine Nachfolgeplanung auch macht, ne? Dass man dann eben versucht, auch im Unternehmen auf den Ebenen, die darunter liegen, die weiblichen Führungskräfte dahin zu bringen, dass sie auch den nächsten Schritt gehen können. Insgesamt gibt es ja in Deutschland noch immer sehr wenige Vorstände. Also du hast ja gesagt, es liegt sicher viel, das glaube ich auch am Thema Aufsichtsrat auch. Also wie wir da wie den Aufsichtsrat besetzen. Was denkst du, was es sonst noch für Dinge gibt, die wir ändern sollten, damit es mehr Vorständinnen gibt? Ja, also erstmal glaube ich, dass wir mit dem Thema Quote absolut richtig unterwegs sind. Hättest du mich das vor, weiß ich nicht, 10 Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach, weiß ich nicht, ob wir eine Quote brauchen. Das wird sich schon ergeben. Aber ich beobachte das jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum und stelle fest, dass sich nichts Wesentliches tut. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wir eben auch auf dieser Vorstandsebene eine Quote brauchen. Und dann würde ich sagen, haben wir eine gute Chance, nach dem, was ich gerade schilderte, wie sich das bei Telefonica ergeben hat, wenn man Aufsichtsrat und Vorstand sozusagen divers hat, dass sich das dann auch auf die Ebenen darunter entsprechend erweitert. Das ist ein Punkt. Sicherlich muss man... Ist das auch insgesamt eine Kulturfrage, würde ich es mit nennen. Ne? Also da braucht es vielleicht dann auch noch mal eine Generation, bis viele Dinge wie die wir gerade diskutiert haben, ne? Dass auch der Mann dann mal in Teilzeit geht und Verantwortung übernimmt, dass die selbstverständlich werden, dass man darüber gar nicht mehr sprechen muss. Ne? Das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, wann sind wir endlich so weit, dass wir diese Dinge nicht mehr thematisieren müssen? Ich will da eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen. Aber... Ich weiß, du sprichst ja gerne auch generell für Männer und Frauen. Ja, trotzdem ist es ja so, dass dadurch, dass wir Frauen immer noch oft diejenigen sind, die sich um alles kümmern oder überwiegend kümmern, ist ja auch das Thema, wie bekommst du es hin, Work-Life-Balance und Kind und Karriere, immer noch eine Frage, die meistens uns gestellt wird. Ja, was mich auch ärgert, aber trotzdem ist es auch irgendwo richtig, weil oft sind wir das ja immer noch, die dann viel hinbekommen müssen, ja. Aber ich. Ja, aber schau, es hat sich genau jetzt bei Diskussionen um eine junge mögliche Bundeskanzlerin, dass wir genau Annalena Baerbock solche Fragen stellen, wie was passiert mit den Kindern und was macht der Mann, und der Mann muss ein Statement nach außen abgeben, dass er sich jetzt bereit erklärt, die Kinder zu hören. Das sind genau die Themen, wo ich sage, eigentlich will ich darüber gar nicht mehr diskutieren. Warum hat man so eine Diskussion in Deutschland? Wäre es nicht schön, in einer Welt zu leben, in der einfach jeder sein Lebensmodell verfolgen kann, ohne dass es alle kommentieren müssen? Das ist einfach so. Ich denke, es ist doch auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte zu Hause bleiben und mein Kind oder meine Kinder betreuen. Ja, in Ordnung. Mhm. Und der andere oder die andere sagt, ich möchte beides, ich möchte Beruf und Familie, dann ist das auch in Ordnung. Ne? Also wenn jeder sein Lebensmodell verfolgen kann, ohne unter Toleranz des jeweils anderen, ne? Das wäre doch
Das wäre großartig. Ich glaube, dass nur wir Frauen da selber noch einiges auch dazu beitragen können. Ja? Weil ich glaube, das ist auch vielleicht ein Klischee, aber ich erfahre das auch immer noch. Ich glaube, dass wir Frauen noch lernen müssen, dass wir auch hier solidarischer sind. Ja, dass alle, die zuhören und die jetzt auch zuhören und sagen, hey, die ist jetzt Vorstand und hat einen Sohn, ja, so, gucken und aufpassen. Das bewerte ich jetzt nicht, sondern sage, das ist großartig, weil sie zeigt ja die Möglichkeit, dass es geht. Aber ich glaube, das ist einfach immer noch viele Frauen gibt, die Frauen, die berufstätig sind und beides einfach wollen und Familie und Karriere wollen, als erstes so unterbewusst erstmal bewerten, weil sie sagen, oh, wie steht es jetzt zu meinem Lebensmodell? Was sagt es darüber aus, wie ich lebe? Weil ich lebe vielleicht anders und bin vielleicht nur zu Hause. Und ich glaube, das müssen wir alle begreifen, dass wir in einer Welt leben, in der fast jeder, also in unserem Land zumindest, die gleichen Chancen haben sollte. Und ich glaube, dass wir Frauen da noch viel tun können. Also über andere Frauen, die wir nach vorne ziehen, über die wir reden, die so leben, aber die, indem wir auch immer wieder den Diskurs suchen mit anderen, die sofort in so eine Bewertung gehen. Das bekommt man ja oft mit im Alltag. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass das Thema Digitalisierung im Übrigen hier auch nochmal hilft, denn letztendlich hat uns ja gerade das letzte Jahr in der Pandemie gezeigt, dass man natürlich unter Zuhilfenahme der Digitalisierung auch ganz andere Möglichkeiten hat, von zu Hause zu arbeiten. Mhm. Also das ist sicherlich auch noch mal etwas, was viele Dinge erleichtert, dass man mehr von zu Hause machen kann, dass man flexible Arbeitszeitmodelle haben kann, die man sich freier einteilen kann entlang der eigenen Bedürfnisse. Ich glaube, das ist schon sehr viel besser als vor 10 Jahren und wird uns noch mal ein paar mehr Freiheiten einräumen. Was sind denn so für dich die Learnings jetzt für euer Unternehmen nach der Lockdown-Zeit, also in diesem Zusammenhang jetzt? Ja, also erstmal bin ich natürlich, wenn ich auf das Unternehmen schaue, sehr, sehr stolz darauf, was wir auch als Unternehmen dazu beitragen konnten, dass in dieser Zeit der Pandemie das Leben am Laufen gehalten wurde. Wir ernten ja nicht immer nur positives Feedback zur Qualität von Mobilfunknetzen, aber ich glaube, im letzten Jahr haben wir alle gesehen, die Netze sind besser als ihr Ruf. Sie haben den hohen Anforderungen standgehalten. Wir waren im letzten Jahr ja diejenigen, die die Wirtschaft zusammengehalten haben, die aber auch das Soziale zusammengehalten haben. Und insofern starten wir jetzt als Unternehmen auf dieser Basis auch nochmal mit einem gestärkten Selbstbewusstsein in die nächste Phase, investieren ja auch gerade massiv in den weiteren Ausbau und die Verbesserung der Qualität unseres Netzes. Was wir an Arbeitsweisen mitgenommen haben, erstens, wir haben es sehr schnell geschafft, sehr, sehr viele Mitarbeiter ins Homeoffice zu bringen, haben auch sehr pragmatisch mit den Behörden zusammengearbeitet, um beispielsweise unsere Mitarbeitenden aus den Callcentern die Möglichkeit zu geben, von zu Hause arbeiten zu können. Das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Und insofern haben wir auch bereits im letzten Jahr für uns nach vorne hinaus ganz klar den Plan gefasst, dass wir viele der Dinge, die wir im letzten Jahr erlebt haben, nach vorne raus auch mitnehmen wollen. Also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr quasi unseren Weg nach vorne, den nennen wir unsere 5 Bold Moves, announced, wo wir sagen, der Grundsatz nach vorne raus ist working anytime, working anywhere. Also wir können pragmatisch die Arbeitszeiten anpassen. Wir können von überall arbeiten, von zu Hause in der Küche, von Büro oder von da, wo man auch immer gerade ist. Das Digitale ist sozusagen der Standard in Zukunft, wo es in der Vergangenheit ja so war, wenn man zu einem Meeting eingeladen hat, ist es so, dass man
eigentlich davon ausgeht, das Meeting findet physisch an irgendeinem Ort statt und naja, der ein oder andere konnte nicht, hat sich digital dazugeschaltet. Nach vorne heraus sagen wir, per Default ist das jetzt erstmal alles digital und natürlich kann die Führungskraft, das Team, wenn es notwendig ist, zu dem Thema irgendwo physisch zusammenzukommen, auch den Vorschlag machen, physisch zusammenzukommen. Aber erstmal sozusagen ist es digital und das hilft natürlich, weil wir ja über so viele Standorte arbeiten. Ne? Wir haben ja mehrere Standorte über Deutschland verteilt und Headquarter ist in München. Das wird vielen Mitarbeitenden, die in Hamburg oder in Düsseldorf sitzen, dabei helfen, dass man nicht immer in der Zentrale ist. Das hat dann sozusagen als vierter Move zur Folge, dass die Führungskräfte angehalten sind, mehr Wert auf diese Outcome-Based Leadership zu legen. Da darunter versteht man, wie der Name sagt, sagen wir gucken auf das Ergebnis. Es ist egal, wann, wo, wie ich das mache, sondern ich führe nach also ergebnisgetrieben. Und der letzte der Moves ist, dass wir sagen, und dass wir das alles als Basis nehmen, um 70% Reisekosten einzusparen. Mhm. Und damit natürlich auch einen ganz wesentlichen Beitrag auf unseren CO2-Footprint haben werden und das sozusagen ins Positive mitnehmen. Mhm. Und ja, wir haben bereits gestartet. Ich meine, wir sind ja jetzt eigentlich alle noch in dieser Phase 1, ne, dass man ohnehin mehr von zu Hause arbeitet. Aber ich glaube, nach vorne raus ist sozusagen das, was man mitnimmt, der Versuch jetzt, das Positive mit in die nächste Phase zu nehmen, aber natürlich auch sich wieder darauf freuen zu können, mal wieder physisch zusammenzukommen. Ich eine Frage noch so zum in diesem Zusammenhang digital führen, ja, also zum Thema Leadership. Wie empfindest du das? Ich finde es ja schon eine Herausforderung, wenn jetzt alle digital sind, digitales Onboarding etc. Ihr seid ja Profis. Ja, was sind so deine Tipps? Worauf sollte ich achten, wenn ich als Führungskraft jetzt vielleicht noch mal ein paar Monate digitales Arbeiten vor mir habe und alle fast im Homeoffice sind? Was ist da deiner Ansicht nach besonders wichtig? Ja, also in der Tat, ich würde mal sagen, ich habe jetzt gar nicht so einen riesen Unterschied gemerkt, weil meine Mitarbeiter tatsächlich ja einmal über Deutschland verteilt sind und wir es gewohnt waren, dass man nicht immer an einem Ort ist. Wir hatten, ich meine, die ganzen Videokonferenzsysteme, welche Art auch immer, die jeder nutzt, finde ich, haben schon dazu beigetragen, dass man eben auch über die Entfernung nochmal eine andere Nähe verspürt. Ja, also was es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt nur eine Telco habe oder ob ich eine Videokonferenz mache. Also ich glaube, ja, die Möglichkeiten sind vielfältig. Ich höre da von meinen Teams unterschiedliche Ideen. Also manche machen Stand-up-Meetings jeden Morgen. Es ist wichtig, jeden Morgen mal auf einen Kaffee zusammenzukommen. Die schalten sich, keine Ahnung, um 8:30, bevor die Meetings anfangen, einmal zusammen, trinken eine Viertelstunde zusammen Kaffee, so wie man früher in den Kaffeeküchen zusammenkam. Das finde ich gut. Andere machen solche digitalen Spaziergänge, ne? Dass man so One-on-One-Meetings mit einem Spaziergang verbindet und sagt, wir schalten uns da zusammen und jeder geht irgendwo spazieren, ne? und teilt damit ein bisschen Zeit miteinander und hat so einen Gedankenaustausch. Also ich glaube, es gibt viele tolle Sachen, wie man zusammenkommen kann. Wir haben jetzt auch kürzlich für meinen Bereich, für mein Vorstandsressort so ein die Möglichkeit eröffnet, dass man zu so einem digitalen Kaffeeklatsch alle 4 Wochen zusammenkommt, wo die Teams dann Vorschläge machen, worüber wollen wir mal sprechen. Und dann können sich ja bis zu 20 Leute dann für diesen Talk anmelden und reden miteinander über ein Thema. Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von total kreativen, tollen Ideen, wie man zusammenkommen kann. Mhm. Und so dann sozusagen über die Mittel der Digitalisierung auch noch so eine soziale Nähe herbeiführen kann. Und
Onboarding ist auch nochmal ein wichtiges Stichwort. Ich glaube, wenn jemand neu hinzukommt, und wir hatten das bei mir im Bereich, in einem der Teams, dass eine neue Kollegin mit dazu kam, in der Zeit des Lockdowns, die berichtet trotzdem nur Positives. Die sagt, jeder hat sich die Zeit genommen, mit mir zu einer Team-Session zusammenzukommen, und wir haben Team-Meetings gemacht. Also die Erfahrung war jetzt erstmal positiv. Also ich muss sagen, bei uns im Unternehmen, wir treffen uns auch einmal in der Woche jetzt im Verlagsstofffix, was wir sonst auch immer so in Präsenz hatten. Aber jetzt hatte eine Kollegin von mir die Idee, weil wir gesagt haben, wir brauchen auch irgendwas Interaktives, und jetzt nutzen wir bei Zoom immer die Breakouts. Also wir informieren kurz, ja, sagen 15 Minuten in der Woche, und das ist dann immer so 7-8 Minuten Information. Und dann gehen immer 3 Personen für 7 Minuten in Breakout-Räume, ja, die ja willkürlich so zusammengemischt werden. Und da habe ich gedacht, das werden wir auf jeden Fall beibehalten, auch für die Zeit jetzt danach, weil es einfach toll ist, dass man gezwungen ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das hat man ja sonst bei Präsenz ja auch nicht. Ja, also ich auch denke, nicht unbedingt. Das war im Übrigen, ich war kürzlich bei einer Veranstaltung, wo dann eben auch nach sozusagen dem Plenum, nach der Präsentation diese zufälligen Breakouts zusammengewürfelt wurden. Und dann war man dann irgendwie mit 3-4 Menschen im Raum. Und ich habe das hinterher, ich fand das total super, weil ich dachte, bei Präsenzveranstaltungen, dann neigt man ja immer dazu, zu denen zu gehen, die man ohnehin schon kennt. Ja, und ist ja auch in Ordnung, weil manchmal hat man sich auch lange nicht gesehen und freut sich, sich wiederzusehen und erzählt. Aber das liegt ja in der Natur des Menschen, erstmal auf den zugehen, den man kennt. Und bei so einer digitalen Breakout-Session, wirst du eben zusammengewürfelt, wie das System es vorgibt. Und ich fand das total toll, weil ich super spannende Menschen kennengelernt habe und mir dachte, bei einer Präsenz physischen Veranstaltung wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Also es hat auch, kann auch Vorteile haben. Trotzdem hoffen wir, dass Corona zumindest nicht mehr der Grund ist dafür. So ist es. Also, wir müssen ja langsam leider so zum Ende unseres Podcasts kommen. So zum Abschluss nochmal für deinen beruflichen Weg. Was sind denn so die deine wichtigsten 2 bis 3 Learnings bisher von deinem bisherigen Karriereweg? Ja, also zum einen würde ich vielleicht nochmal sozusagen auf den Rat meiner Mutter zurückkommen, die ja gesagt hat, du stehst nur, also nur du bist diejenige, die dir im Weg steht, triff deine Entscheidungen, um sich auf seine Werte zu besinnen und den Sinn in dem finden, was man tut. Ein Punkt, der mir wichtig ist, ist eben sich was zuzutrauen und zuzulassen, dass man auch mal Fehler machen kann. Also die Möglichkeit des Scheiterns nicht als Ende der Welt zu betrachten, sondern mutig einfach Herausforderungen anzunehmen und nach rechts und links zu schauen und Möglichkeiten zu ergreifen. Das sind für mich die Punkte, die mich zumindest dahin geführt haben, wo ich heute bin. Vielen lieben Dank fürs Teilen. Sehr, sehr gerne. Liebe Valentina, vielen Dank für das schöne und so offene Gespräch und danke auch dafür, dass du deine Learnings mit uns geteilt hast. Alles, alles Gute und ich hoffe, dass wir uns ganz bald persönlich wiedersehen. Bleibt connected mit dem Emotion-Kosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen Auf einen Kaffee mit Kasia oder dem Working Women Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Oder ganz neu, meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de/newsletter. Alle Links auch immer in den Shownotes.